Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar möchte ich euch darüber informieren, dass ich einen zweiten Kanal gestartet habe. Und zwar mit einem ganz anderen Thema als dieser Kanal. Nicht ganz anders, weil das Thema gibt es hier auf dem Kanal schon. Ich lagere es aber aus. Und zwar habe ich einen Tech-Kanal aufgemacht, also Technik-Channel, wo ich die ganzen Reviews über Kopfhörer, Tastaturen, SSDs, Computerteile, alles, was ich an Hardware reviewe oder was ich vorstelle, kommt dahin. Da kommt dann aber auch so Sachen, so Kram hin, wie zum Beispiel, ich habe noch ein Video in meiner Liste, zum Beispiel so wie, warum DisplayPort-Kabel euer System zerstören können. Das ist tatsächlich nicht mal gelogen und kein Clickbait, das ist so. So ein Video möchte ich machen und sowas kommt halt da. Es ist halt ein Tech-Channel, wo ich dann halt mal die ganzen Sachen hinpacke, die nix mit, also nicht direkt Gaming sind und kein Gameplay. Interessiert vielleicht nicht alle von euch, aber die, die es interessiert, ich habe das alles verlinkt. Das ist mein zweiter Channel. Da kommt wahrscheinlich nicht regelmäßig ein Video. Ich versuche so oft wie möglich ein Video dazu bringen. Aber ich habe nicht so viel Stuff, dass ich da jetzt täglich 3 Videos hochladen kann oder wöchentlich. Wenn überhaupt wöchentlich 1. Also da kommt gerade zu Anfang wahrscheinlich wenig. Also auf dem Kanal, NerView heißt der sogar, ne? So wie das Review-Format, was ich hier schon hatte. Da kommt dann halt der ganze Technikkram, die ganzen Sachen. Wenn ich was geschickt bekomme, stelle ich es da vor. Ja, damit ich das ein bisschen auslagere, einen Kanal für das alles habe. Das macht es mir auch einfacher, wenn ich dann damit mit dem Kanal anfangen sollte, vielleicht mal ein paar Firmen, wenn ich Interesse an einem Produkt habe, wenn ich die dann anschreibe und sage, hier, ich habe diesen Tech-Channel, ich stelle das davor, habt ihr Bock, mit mir zu kooperieren? Das sieht immer besser aus, weil das habe ich mit dem Gaming-Kanal auch gemacht und dann habe ich da was bekommen, weil da halt viele Abonnenten drauf waren. Aber oft wurde auch gesagt so, eigentlich machst du ja nur Gaming. Eigentlich passt das nicht. So, und ich verstehe das auch und deswegen habe ich mich dann entschieden, das jetzt auszulagern. Finde ich eh geiler, dann einen Ort zu haben, wo ich Tech mache und einen Ort, wo ich Gaming mache. Und ihr merkt schon, das wird diesen Gaming-Channel null beeinflussen. Es wird auf den Gaming-Channel wahrscheinlich sogar weiterhin mehr kommen als auf dem Tech-Channel. Weil, wenn ich streame und das aufgenommen habe, kommt das auf dem Gaming-Channel. Wenn ich mit Goro aufnehme, kommt das auf dem Gaming-Channel. Wenn ich mit Lu was mache, kommt das auf dem Gaming-Channel. Der Tech-Channel ist die meiste Zeit alleine, wenn ich alleine was vorstelle. Da gibt es keine Kooperation, da brauche ich Ruhe für. In den Videos steckt auch mehr Arbeit als in einem Stream mit Aufnehmen und Schneiden, kann man so sagen. Die ganze Vorbereitungssache und so, das nimmt alles viel mehr Zeit ein bei einem Tech-Channel. Und ja, da kommt halt der ganze Kram. Capture Cards, Computerteile, alles, was ich da habe und irgendwie vorstellen kann, möchte oder mir gekauft habe und denke, darüber machst du ein Video, das Produkt ist kacke oder dementsprechend cool. Was auf dem Channel nicht kommen wird, sind Handys oder Smartphones. Ich werde keine Videos zu Smartphones machen, weil ich finde, der deutsche Video-YouTube-Channel-Markt hat genug Channel, die Handys machen oder Smartphones. Das kann man jetzt allgemein über Tech sagen, wenn man sich da umschaut, dass es genug davon gibt. Aber ich persönlich, ich kenne persönlich viele YouTuber, die Smartphones machen. Und der Smartphone-Markt ist mir zu stressig. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen kommen da keine Smartphone-Sachen. Da habe ich keine Lust drauf. Und ich bin ehrlich, Smartphones interessieren mich nicht so krass wie andere Spielereien wie ein Stream Deck oder PC-Teile oder weiß ich nicht, oder eine coole Tastatur. Das interessiert mich mehr als ein Smartphone, wo man theoretisch natürlich mehr mitmachen kann. Aber die Vorstellung davon, da habe ich keine Lust drauf. Das ist mir zu anstrengend. Das ist die Info. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, der Link ist in der Beschreibung. Abonniert gerne. Da ist schon ein Video online. Ein zweites folgt Ende der Woche. Das sind Reviews, die ich schon sehr lange auf der hohen Kante liegen hatte, aber nie fertig gemacht habe. Die sind jetzt fertig. Der Look der Videos wird nicht so bleiben. Das sind die ersten Videos. Ich muss damit noch rumexperimentieren. Ich muss gucken, wie ich den Look ändere, weil mein Raum hier ist zu klein, um eine coole Hintergrund, also eine coole Studio-Optik zu haben. Also hat man das, was ihr gerade hier seht, auch in den Videos, nur ein bisschen kleiner und ich versuche da noch Infos einzublenden und also Gebims. Das wird sich aber vielleicht ändern, wenn ich dann mal Ideen für noch bessere Konzepte habe. Also an dem Kanal wird ein bisschen mehr geschraubt als am Gaming-Kanal momentan.
ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr da ein Interesse habt an den ganzen Reviews von den Produkten und oder Vorstellungen oder ich versuche auch dann halt, wie gesagt, so Infovideos zu machen von Sachen, die mir auffallen. Oder vielleicht auch Guides. Mal gucken. Schauen wir mal. OBS-Guides oder so. Also nicht das, was schon jeder macht. So Sachen, die nicht so bekannt sind dann. Ne? Also ich versuche auf dem Kanal nicht das zu machen, was alle Tech-Channels eh schon gemacht haben. Wie zum Beispiel ein Tutorial, wie man OBS einstellt. Das habt ihr 50 Mal. Sowas kommt da nicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, ciao.